Ich habe euch ja vor einiger Zeit im Zuge meines Skincare-Wishlist-Videos erzählt, dass ich sehr, sehr gerne die neuen Dermite-Produkte von Purito ausprobieren möchte. Und leider sind die Sachen nach wie vor in Deutschland nicht erhältlich. Also ich zumindest habe sie in keinem Shop vorfinden können. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass meine liebe Freundin Isa mir diese zwei Produkte mitgegeben hat, damit ich sie ausprobieren kann. Sie hat sie direkt von Purito als PR-Sample zugeschickt bekommen. Wir haben uns getroffen und ja, haben mal wieder über Skincare gequatscht. Und dann hat sie gesagt, nimm das doch mit, mach eine Review dazu. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen, weil ich sowas von heiß bin auf diese Skincare-Produkte. Und ich teste die bereits seit über einer Woche. Das ist also jetzt nicht unbedingt eine First Impression, aber auch kein Langzeittest. Dennoch möchte ich sehr, sehr gerne meine ersten Eindrücke zu diesen beiden Produkten mit euch teilen. Und zwar ist es einmal der Purito Dermite Relief Barrier Moisturizer und der Dermite Balancing Barrier Balm. Ich werde euch sagen, ob sich das meiner Meinung nach lohnt und wie die Formulierung ist. Nur noch eine kurze Bemerkung am Rande, falls ihr noch mehr Informationen zu diesen beiden Produkten möchtet, falls ihr euch das Ganze noch mal in Ruhe durchlesen möchtet, was ich euch hier erzähle, ich packe euch den Link zu meinem Blogpost unten in die Infobox. Ihr findet sowieso immer sehr, sehr viele Informationen unten in meiner Infobox, die ist immer gut gefüllt, also schaut unten in der Infobox einfach noch mal vorbei. Ich starte mal mit dem Dermite Relief Barrier Moisturizer von Purito und ich muss sagen, dass man schon einiges bekommt für sein Geld. Ich glaube, der kostet umgerechnet circa 20 Euro, 22 Euro, irgendwas in dieser Drehe. Und dafür kriegt ihr satte 100 Milliliter. Ich muss sagen, dass ich den sehr, sehr angenehm finde, vor allem für so einen Moisturizer mit Ceramiden. Hier sind verschiedene Formen der Ceramide enthalten und Ceramide sind hauteigene Bestandteile, die eben dafür sorgen können, dass die Barriereschutzfunktion der Haut ordentlich funktioniert. Das sind also wunderbare unterstützende Inhaltsstoffe, die auch in geringen Konzentrationen einen tollen Vorteil für die Haut mit sich bringen. Und hier gefällt mir vor allem die Textur und das Hautgefühl. Ich habe hier einige Moisturizer mit Ceramiden, die ein bisschen schwerer auf der Haut sind. Ich kann auch sehr, sehr gerne noch mal ein großes Vergleichsvideo zu meinen Moisturizern mit Ceramiden machen. Ich habe zum Beispiel auch den von Revolution, ich habe den von CeraVe, weil ich da auch ein Video dazu machen möchte und die beiden miteinander vergleichen möchte, weil ja viele sagen, dass der Revolution Moisturizer ein Dupe zu dem CeraVe Moisturizer ist. Ich habe auch übrigens zu der kompletten Ceramides Skincare-Reihe von Revolution einen Inzi-Check auf meinem Blog verfasst. Falls ihr euch das Ganze nochmal anschauen möchtet, verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und oben in dem i. Aber ich kann, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne mal so einen großen Vergleich meiner Moisturizer mit Ceramiden machen. Und da meine ich auch wirklich Moisturizer, die verschiedene Formen der Ceramide enthalten und jetzt nicht nur eine Form oder sowas. Also schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, falls euch das interessieren sollte. Und hier ist mir eben aufgefallen, dass die Textur super, super angenehm ist. Also das Ganze kommt zwar als fester Balm raus und ich finde es eben auch cool, dass das in so einem Pumpspender daherkommt, aber, Moment, ich versuche das mal rauszudrücken, man muss schon ordentlich Kraft, mit ordentlich Kraft hier drauf drücken, damit der Moisturizer rauskommt und dann wirkt er relativ fest und dick, aber sobald man anfängt, den zu verreiben, dann wird er wunderbar leicht und angenehm, aber er ist eben auch nicht so leicht, dass ich sagen würde, dass er jetzt für extrem ölige Haut geeignet ist. Er ist so ein Zwischending zwischen einer leichten Creme und einer eher reichhaltigeren, pflegenderen Creme. Also man merkt schon, dass dieser Moisturizer auch definitiv einen Pflegeeffekt hat, aber er liegt eben nicht zu stark auf der Haut auf. Er fühlt sich super angenehm an und man merkt auch, dass er so ein ganz leichtes Feuchtigkeitsgefühl auf der Haut macht. Also er ist vom Finish her jetzt auch nicht
so extrem trocken wie andere Moisturizer, die ich hier am Start habe. Und deshalb finde ich den richtig, richtig angenehm. Vor allem auch für jetzt, also für diese eher warmen Temperaturen, finde ich den für nachts sehr, sehr gut geeignet. Für frühs muss ich sagen, ist er mir ein bisschen too much, vor allem jetzt im Sommer. Aber wenn es dann so Richtung Herbst und Winter geht, dann stelle ich den mir perfekt für meine trockene Haut vor. Ich habe den Moisturizer natürlich auch mit verschiedensten Produkten ausprobiert. Ich habe unterschiedlichste Toner darunter verwendet, unterschiedlichste Serien. Ich habe Sonnencreme darüber aufgetragen und der hat wirklich nie Probleme gemacht, was ich echt großartig finde. Er hat sich nie abgerollt, er hat sich nicht komisch mit anderen Produkten darunter und darüber verhalten, was für mich persönlich einfach immer ein riesengroßer Pluspunkt ist. Und ich vertrage ihn auch bisher richtig, richtig gut. Er lässt sich auch sehr angenehm und relativ easy verteilen, obwohl die Konsistenz eher in diese leicht balmige und dickere Richtung geht. Also man kann den wunderbar mit der eigenen Körperwärme aufschmelzen und richtig schön im Gesicht verteilen. Was die Formulierung angeht, muss ich auf mein Handy schauen, weil ich mir hier einen Screenshot von der Inhaltsstoffeliste gemacht habe. Wir haben hier wie so oft feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin. Es ist Neutralöl enthalten. Das ist ein rückfettendes, gut verträgliches Öl. Dann sind auch noch einige Fettalkohole drin, die eben pflegend wirken können. Aber wir haben auch noch ein paar Pflanzenöle und Shea-Butter in diesem Produkt enthalten. Da müsst ihr schauen, ob ihr damit zurechtkommt. Ich weiß, es gibt Leute, die kommen nicht so gut damit klar. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach mal für euch persönlich entscheiden, ob das klar geht oder eben nicht. Ich zumindest habe den Moisturizer bisher recht gut vertragen. Dann ist auch noch Allantoin drin. Das kann reizlindernd wirken. Es ist Panthenol enthalten. Das wird hier eher einen feuchtigkeitsbindenden Effekt haben. Und wie es der Name von dem Moisturizer bereits verrät, sind unterschiedliche Formen der Ceramide drin. Also wir haben Ceramid NP, Ceramid NS, Ceramid AS und so weiter und so fort. Das sind, wie gesagt, wunderbar barrierestärkende Inhaltsstoffe, was wirklich großartig ist. Also ich finde es richtig, richtig cool, dass hier unterschiedlichste Formen der Ceramide enthalten sind. Und Ceramide sind halt auch solche Rohstoffe, die relativ teuer sind. Und dafür finde ich den Moisturizer auch definitiv noch bezahlbar. Und wir finden auch noch einen kleinen Hinweis auf den Moisturizer, dass hier 5000 ppm an Ceramiden enthalten sind. Das sind Parts per Million. Sprich, wenn wir das in eine Konzentrationsangabe umwandeln möchten, dann sind das 0,5% an Ceramiden. Das heißt, die Gesamtheit dieser Ceramide in den unterschiedlichsten Formen, wie sie in diesem Produkt vorkommen, beträgt 0,5%, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Und es ist auch relativ normal, dass Ceramide eher niedrig dosiert werden, weil sie auch bereits in geringeren Konzentrationen eben Vorteile für die Haut mitbringen können und weil sie einfach auch zu den teuersten Rohstoffen auf dem Kosmetikmarkt gehören. Als nächstes habe ich ja natürlich noch den Dermite Balancing Barrier Balm von Purito und den werde ich heute nicht auf mein Gesicht auftragen, weil er einfach too much ist aktuell. Der ist definitiv pflegender, reichhaltiger und auch öliger auf der Haut im Vergleich zu dem Moisturizer, weshalb ich ihn mir wirklich eher für den Winter als sehr, sehr angenehm vorstelle oder vor allem für Menschen, die eine super trockene Haut haben, die eine sehr spröde Haut haben, die raue Stellen haben. Dafür wird er auch richtig gut geeignet sein, weil Ceramide eben auch dafür sorgen können, dass die Haut geschmeidig gehalten wird, dass sie irgendwann nicht mehr so spröde ist. Also falls ihr es mal wieder mit eurem chemischen Peeling übertrieben haben solltet oder mit irgendeinem anderen Peeling, dann würde ich euch definitiv empfehlen, eure Hautbarriere wieder nach und nach aufzubauen, diese Säuren abzusetzen und euch Produkte mit Ceramiden zu holen und ja, wie gesagt, eure Barriereschutzfunktion einfach wieder aufzubauen. Und dafür sind diese beiden Produkte definitiv richtig, richtig gut geeignet. Der ist, wie gesagt, ein bisschen too much aktuell, aber dennoch ein relativ angenehmes Produkt für das, was es ist. Also wenn ich den vor allem mit dieser Baby Dream Wundschutzcreme vergleiche, die ich ja im Winter sehr, sehr gerne benutze, die aber schon einen starken, pflegenden, leicht wachsigen Film auf der Haut hinterlässt, dann ist das eine
angenehmere Version davon, die eben auch noch Ceramide enthält. Und zwar auch in einer Konzentration von 1%. Also die Gesamtheit der Ceramide beträgt ja 1%. Hier waren es 0,5%. Und ich finde, das merkt man auch. Also der hinterlässt auch so einen ganz, ganz dezenten Pflegefilm auf der Haut, der aber nicht too much ist. Also für den Winter wird dieser Balm einfach nur perfekt sein, lässt sich gut verteilen, mit so ein bisschen Körperwärme schmilzt er wunderbar auf und ist, wie gesagt, auch nicht zu schwer und nicht zu spürbar auf der Haut. Was die Formulierung angeht, ist der Balm dem Moisturizer relativ ähnlich, also zumindest was die Beduftung betrifft, denn auch hier sind keinerlei deklarationspflichtigen Duftstoffe und keine anderweitige Parfümierung enthalten. Also falls ihr Duftstoffallergiker oder Allergikerin seid, falls ihr eine empfindliche Haut habt, falls ihr Beduftung nicht mögt, dann könnt ihr euch diese Produkte definitiv mal anschauen. Ich finde das richtig, richtig cool, dass das Ganze komplett unparfümiert ist und ich finde auch tatsächlich, dass beide Produkte jetzt keinen rohstoffspezifischen Geruch haben. Sie riechen relativ neutral. Im Balm ist auch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin und auch noch Natriumhyaluronat. Wir haben einen pflegenden Fettalkohol enthalten und wir haben auch unterschiedliche Formen der Ceramide drin, die Barriere stärkend wirken können. Das heißt, dieser Balm wird seiner Bezeichnung auch komplett gerecht. Müsste ich jetzt eine Empfehlung für bestimmte Hauttypen geben, dann würde ich bei dem Moisturizer auf jeden Fall eher in Richtung normale bis leicht ölige Mischhaut und trockene Haut tendieren. Also ich glaube nicht, dass Menschen mit super öliger Haut diesen Moisturizer mögen werden, weil er einfach ja schon so einen leichten Pflegeeffekt auf die Haut hat. Meine Freundin Isa hat eine leicht ölige Haut und findet den zumindest sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, jetzt im Sommer für super ölige Haut glaube ich nicht, dass der was sein wird. Ich mit meiner trockenen Haut finde den wunderbar, auch jetzt im Sommer und über Nacht nur für tagsüber. Bin ich aktuell einfach kein großer Fan von Moisturizern. Da greife ich ja lieber auf mein Toner Layering zurück oder auf super wässrige, leichte Produkte, über die ich dann eben noch meine Sonnencreme auftrage. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch einen Moisturizer drunter. Aber wie gesagt, für abends finde ich den super, super angenehm und vertrage den bisher richtig, richtig gut und werde euch auch definitiv nochmal Feedback geben, sobald ich ihn länger als 1,5 Wochen getestet habe. Beim Balm ist es gänzlich was anderes. Den würde ich definitiv Menschen mit trockener Haut empfehlen und hier vor allem Personen, denen es an Fett und an Pflege fehlt. Also wo man jetzt sagen würde, die haben keine feuchtigkeitsarme Haut, weil dieser Balm nicht genügend Feuchtigkeit spendet aus meiner Sicht. Da ist es beim Moisturizer gänzlich was anderes. Der wäre auch für Menschen mit feuchtigkeitsarmer Haut richtig gut geeignet. Aber hier ist das Ganze eher rückfettend und pflegend und deshalb wirklich eher was für Personen mit trockener, rauer, spröder Haut, die aber noch genug Feuchtigkeit hat. Und ich konnte diesen Balm nicht benutzen, ohne vorher meine Haut ordentlich zu durchfeuchten, weil er mir sonst einfach nicht genug gegeben hat. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, aber man merkt dann einfach, ja, dass da der Haut nicht genug Feuchtigkeit zurückgibt. Klar, er gibt schön Fett und Pflege und sowas und fühlt sich super angenehm auf der Haut dann, aber nach einer gewissen Zeit merkt man das auch. Also wer schon länger in diesem Skincare-Game ist, weiß genau, was ich meine. Also wenn ihr den benutzt, würde ich euch definitiv empfehlen, eurer Haut nochmal davor ordentlich Feuchtigkeit zuzuführen, in Form eines Toners, eines Serums und so weiter und so fort. Aber der ist wirklich eher was für trockene Haut. Ich denke, Menschen mit super öliger Haut werden den nicht so feiern. Zum Abschluss gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich finde beide Produkte der neuen Dermite-Reihe von Pujito wirklich großartig. Sie sind mild formuliert, sie enthalten das, was auf der Verpackung versprochen wird. Also es sind definitiv Ceramide in beiden Produkten vorzufinden. Ich finde es auch cool, dass die ja so ein bisschen bodenständig formuliert sind, dass jetzt nicht auch noch 12.000 andere Actives vorzufinden sind in irgendwelchen crazy Konzentrationen. Das sind einfach beides Produkte, die die Haut
Hautbarriere unterstützen können und was ich wirklich großartig finde und was einfach auch sehr, sehr oft vergessen wird, dass man auch mal seine Hautbarriere supporten sollte, anstatt sie ständig zu zerstören und zu zerschießen mit 3000 Actives, die man jeden Tag verwendet. Und ich finde auch das Marketing sehr, sehr angenehm. Also es ist relativ bodenständig. Auf dem Balm steht zum Beispiel: This balm delivers intense hydration and long-term moisture for dry, sensitive skin. The formula is rich in ceramides, softens the skin, providing long-lasting relief and comfort. Also wenn das nicht down to earth ist, wenn das nicht bodenständig ist, dann weiß ich auch nicht. Beides wirklich tolle Produkte, und falls sie irgendwann mal in Deutschland erhältlich sein sollten, dann schaut sie euch unbedingt mal an. Und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Ein großer Dank gilt natürlich meiner lieben Freundin Isa, die auch so ein riesengroßer Skincare-Fan ist wie ich. Ohne sie hätte ich diese beiden Sachen nicht so frühzeitig ausprobieren können. Also vielen, vielen Dank, liebe Isa, dafür. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr auch wirklich keines meiner Videos mehr verpasst. Wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder einen Kommentar schreibt, was auch immer. Und noch geiler wäre es selbstverständlich, wenn ihr dieses Video teilen würdet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.